Ich meine, wenn ihr das seht, wie fühlt ihr euch dabei? Wieso glaubt ihr, machen diese Menschen das mit den Tieren? Geld. Ja, ne? Geld. Und wo kommt das Geld her? Ja, ne? Genau. Glaubt ihr, wir brauchen Eier oder andere tierische Produkte? Nicht in der Masse, wie man es nutzt. Mhm. Glaubt ihr, man braucht es zum Überleben? Nein. Genau. Ja. Habt ihr schon davon gehört, dass Menschen auf tierische Produkte verzichten? Ja. Wisst ihr, wie das heißt? Ja, vegan. Genau, ja. Und habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Vegan? Ja. Okay. Also vegetarisch, ja. Ja, genau. Könnte ich mich auch mit anfreunden, aber vegan. Ja. Ist häufig so eine. Vegetarisch war ja für uns auch viele so eine Stufe, so ein Zwischenschritt. Ne? Aber wenn man ja sieht, was mit eierlegenden Tieren passiert, mit milchgebenden Tieren, dann merkt man so. Weißt du, es ist für die Kuh nicht wichtig, ob ich ihre Milch kaufe oder ihr Fleisch. Sie wird am Ende sterben. Ne? Wir haben einen Cube of Truth, Würfel der Wahrheit, und Aktivisten stellen sich in die Mitte mit weißer Maske, damit man sich auf das Gezeigte konzentrieren kann, und halten Bildschirme mit normalen täglichen Aufnahmen von Mastbetrieben oder hauptsächlich Schlachtbetrieben, und Passanten bleiben stehen und sind entsprechend schockiert, empathisch, einige mit Tränen in den Augen, und nur dann sprechen wir sie an, wenn sie sich empathisch zeigen, und stellen sie Fragen. Und über so eine Fragetechnik wollen wir Leute dazu bringen, dass es doch nicht so normal oder schonend oder human ist, Tiere abzuschlachten. Viele erkennen das, und wenn man fragt, was können wir sonst machen, ja, eigentlich brauchen wir das nicht. Wir brauchen kein Fleisch unbedingt. An sich können wir es auch pflanzlich ernähren. Das ist das Feedback. Und dann geben wir noch Tipps, so eine Art Starthilfe Richtung Veganismus. Um was geht's? Es geht um Tierindustrie. Wir zeigen Fotos, Tierindustrie, Videos. Ja. Ja. Bei jedem Kauf im Supermarkt, selbst Bio teilweise, Biohühner werden auch geschreddert, ja, Biokälber werden auch ihren Müttern weggezogen und werden auch getötet. Das wissen viele nicht, das klären wir hier auf. Ah, okay. Ja. Finde ich eine gute Aktion, ja. Auf jeden Fall. Hast du keine Ahnung, was jeder Einzelne gegen tun könnte, gegen diese schlimme Tierindustrie? Man wird geboren in einer Welt, die eigentlich einem vortäuscht, dass es normal ist, Tiere auszunutzen. Also Kälber ihren Müttern wegzureißen, eine Klinge durch die Kehle zu ziehen, Küken zu schreddern, dass das eigentlich normal ist, ne? Aber eigentlich ist das nicht normal, ne? Wenn man das genauer hinterfragt. Als der Mitarbeiter auf dem Bild da, warum machen Sie das? Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Keiner kriegt Geld, wir stehen ja alle in unserer Freizeit. Wir könnten im Freibad im Sommer sein mit einem Bier in der Hand, aber wir opfern uns hier auch für die Tiere, weil wir den Switch gemacht haben. Ne? Weil das eine schlimme Industrie ist, die wir einfach nicht mehr unterstützen wollen. Nicht nur wir persönlich, sondern als Multiplikator, damit wir möglichst vielen Leuten das deutlich machen. Wollen wir das unterstützen oder wollen wir es nicht unterstützen? Wir haben ja eine Marktwirtschaft, die mit Angebot und Nachfrage funktioniert. Das heißt, wenn diese Nachfrage stoppt, dann wird auch dieses Angebot stoppen. Und das Erste, was wir selber tun können, ist es selber nicht mehr zu kaufen. Das ist das Erste, was wir tun können. Ich glaube, dass viele Menschen, die sehen das, die laufen vorbei, die versuchen möglichst das nicht mehr zu sehen und nicht weiter darüber nachzudenken und stellen diese Verbindung nicht her zwischen, ja, genau. Zwischen der Milch, die sie trinken, und ja. Dem, was sie dort sehen. Manchmal stelle ich mir vor, wenn ich so ein Paket hätte und da sehe ich die Augen von einem Lebewesen, dann würde ich direkt diese Verbindung machen. Aber da das nicht der Fall ist, ich glaube, die Leute, das ist so einfach, diese Verbindung nicht zu machen.
Ich wurde erst einmal übers Internet informiert darüber, dass die vegane Ernährung die beste ist für die Gesundheit, für Umwelt, für die Tiere eigentlich auch. Aber ich persönlich war ein sehr inkonsequenter Mensch, so wie eigentlich viele Menschen. Ich meine, ich habe Verständnis für die Passanten, die teilweise dann so hadern und so, weil ich war auch so jemand. Wirklich, ich war genau an derselben Stelle. Ich habe mit dreimal am Tag Käse gegessen und ich dachte einfach, ich werde das niemals los. Ne? Ist ja kein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass es eigentlich eine der grausamsten Industrien der Welt ist und man hängt so an diesen Produkten. Habt ihr schon gehört von diesem Casein? Es gibt zum Beispiel, jede Mutter hat das heißt ein Opiat. Das ist quasi in der Muttermilch drin. Das löst quasi im Dopaminzentrum eine Belohnung aus. Und das ist dafür da, damit das Baby mal weiter trinkt. Kühe haben davon 10-mal mehr als Menschen. Und Käse ist ganz viel Milch zu so einem Stück Käse. Das heißt, auf eine gewisse Weise ist uns nicht bewusst, aber das löst hier eine richtig krasse Belohnung aus. Ne? Und deswegen ist das schon, das ist das, womit die Menschen am meisten Probleme haben. Im Endeffekt, also die Regierung möchte nicht, dass wir es wissen. Und die Industrien wollen das nicht. Die verkaufen uns irgendwelche Bilder von wegen, die glücklichen Tiere. Ich meine, auf der Käsepackung ist ja immer die Kuh auf der Wiese. Es ist nie wirklich ein Bild aus der Industrie. Und die Leute müssen es einfach wissen. Der Cube of Truth zeigt einfach, was wirklich dahinter steht. Wenn die das hier sehen und dann sehen, manche Bilder sind auch aus Biobetrieben. Oder Biotiere sterben da auch in den Schlachthäusern. Dann wissen die, das ist nicht die Wahrheit. Und die wissen, dass die belogen wurden. Und deswegen, wir versuchen die einfach aufzuwecken. Und die Menschen, die stehen bleiben, sind bereit für das Gespräch. Guck mal, die Tiere werden hier als Produktionseinheit benutzt. Die sind quasi ein Gegenstand für diese Industrie, um Geld zu machen. Und ich meine, du weißt ja auch, im Kapitalismus werden Kosten immer entfernt. Ne? Genau. Das heißt, die Kuh gibt nach 4-5 Jahren weniger Milch. Dann würde ich zu den Kosten. Weil die könnten auch einen ihrer Töchter füttern mit demselben Maß an Essen und mehr Milch rauskriegen. Deswegen auch in den tollen, netten Bauernhöfen, sobald das Nutztier keinen Nutzen mehr bringt oder weniger Nutzen, wird es getötet. Und das muss passieren, damit die Industrie Gewinn macht. Die können sich nicht leisten, das Tier zu pflegen bis ins hohe Alter und dann irgendwie als altes Tier auf der Wiese verenden zu lassen. Ich mache es freiwillig. Ich muss sagen, ich liebe es einfach. Also ja, ist wirklich eine Ehre. Und weil ich muss sagen, ich liebe den Cube, ich liebe die Aktivisten und ich liebe das, was wir tun, wegen den Tieren. Und einfach, da ich jetzt die Gespräche hatte, wo ich einfach weiß, das hat wirklich Leben gerettet. Menschen sind vegan geworden. Und viele Tiere werden nicht sterben, weil diese Menschen nicht mehr bezahlen. Ich erkenne mich auch in den Menschen wieder. Ich hätte auch jemanden gebraucht, der mit mir dieses Gespräch führt. Dann wäre ich auch früher vegan geworden. Ich kann Menschen helfen, quasi diesen Schritt schneller zu machen. Und das ist einfach ein Privileg. Und manchmal, wenn man lang genug hier ist, kommen die Menschen wieder. Man sieht dieselben Leute wieder, die man selber teilweise veganisiert hat. Und das ist der Moment, wo man merkt, das macht einen Unterschied. Das macht wirklich einen Unterschied, ob ich hier stehe oder nicht.